Ich dachte, jetzt heute vlogge ich einfach mal ein bisschen. Es wird nämlich heute ein schöner Tag. Kuckuck. Auf geht's zu Lidl. Es ist unfassbar teuer geworden. Ja, es wird immer schwieriger, im Budget zu bleiben. Der Kleine liebt das. Der steht total auf diesen Sammy. Das Licht ist nicht ideal, ne? Ich sehe ein bisschen gestreift aus. Ich begrüße euch zu einem Vlog. Die letzten Wochen waren wirklich verrückt, muss ich sagen. Ich weiß nicht, was los ist. Mein Immunsystem ist im Urlaub. Ich weiß es nicht, aber ich lag ungelogen 2 Wochen komplett im Bett. Und nicht wegen einer Sache, sondern einfach mehrere Sachen, die so aufeinander gefolgt sind. Und es war halt einfach echt kacke, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, deswegen war das mit Videos diesen Monat auch so ein bisschen schwierig. Und ich dachte, jetzt heute vlogge ich einfach mal ein bisschen. Es wird nämlich heute ein schöner Tag. Es wird sau heiß heute. Ich habe so ein paar Sachen auf meiner To-Do-Liste. Und ich dachte, ja, ihr könnt mich heute da einfach mal so ein bisschen bei begleiten. Ich freue mich, dass schönes Wetter ist, die Sonne scheint und es ist noch früher Morgen. Der Kleine ist jetzt im Kindergarten und morgen ist dann nämlich Sommerfest und dafür wollte ich noch ein paar oder ja, möchte ich noch ein paar Muffins backen. Das machen wir heute Nachmittag irgendwann, denke ich. Ich muss definitiv einkaufen gehen, weil der Kühlschrank ist und auch die Vorratsschränke sind so gut wie komplett leer. Und dann wollen wir heute leckere Hamburger machen. Das hat sich der Junior gewünscht. Und sonst gucken wir einfach mal, was der Tag heute so bringt. Ich mache mir jetzt gleich erstmal Frühstück. Ich habe mir schon meine große Flasche mit Wasser gefüllt, weil ich ja ganz gerne vergesse, Wasser zu trinken. Und gerade wenn es so heiß ist wie heute, ich glaube, es sollen heute 30 Grad werden, einfach mega wichtig. Ich schwitze jetzt schon wie ein Bär. Also ich mache mir gleich erstmal ein Müsli. Ich glaube, wir haben noch eine Birne. Das ist so das letzte bisschen Obst, das wir noch hier haben. Ich mache mir Müsli mit Birne. Und dann muss ich aber auch erstmal so ein bisschen arbeiten und dann gehen wir gleich zusammen einkaufen. Und fertig. Naturjoghurt, gesüßt mit Agavendicksaft, Haferflocken, eine Birne obendrauf, ein bisschen Walnuss und ein kleines bisschen Knuspermüsli. Und dann habe ich hier noch einen letzten Schluck Orangensaft mit ein bisschen Gerstengraspulver drin. Und Kaffee gibt es natürlich auch noch. Ein schöner Blick, ne? Kuckuck. Sieht aus, als wäre ich so winzig klein, dass ich nicht übers Lenkrad gucken kann. Auf geht's zu Lidl. Einkaufen. Ich war irgendwie gefühlt ewig nicht mehr einkaufen. Das hat nämlich die letzten Male immer mein Mann gemacht. Deswegen freue ich mich total, heute einkaufen zu gehen. Ist total bescheuert, aber ich freue mich. Erledigt. Es ist noch nicht mal 11 Uhr und es ist schon so krass warm. Ich bin schon so am Schwitzen. Einkauf ist erledigt. Ich zeige so ein bisschen, was ich gekauft habe, mache jetzt aber keinen kompletten Food Haul. Insgesamt hat der Einkauf jetzt 55 Euro gekostet. Wir haben, ich glaube, 5 Gerichte geplant, aber es fehlt noch Hackfleisch für die Hamburger heute. Das mussten wir noch besorgen. Das kaufe ich nicht bei Lidl oder Aldi oder so, das Hackfleisch. Sonst hatte ich irgendwann, da war die Einkaufsliste schon fast abgearbeitet, habe ich irgendwann gedacht,
Der Einkaufswagen ist irgendwie noch ziemlich leer und habe mir dann erlaubt, ein paar Sachen einzupacken, die ich normalerweise nicht kaufe. Wir wissen ja alle, es ist unfassbar teuer geworden, alle Lebensmittel. Und wir merken das auch definitiv, dass unsere Wocheneinkäufe, ja, es wird immer schwieriger, im Budget zu bleiben. Und ich wurde schon, draußen wird rumgeschrien, ich wurde schon ganz oft gefragt, wie wir das denn jetzt handhaben, ob wir das Budget angepasst haben oder so. Das haben wir noch nicht. Wir achten jetzt beim Erstellen des Speiseplans und der Einkaufsliste noch mehr darauf, Sachen zu benutzen, die wir entweder noch hier haben. Wir achten darauf, dass wir, wenn wir den Speiseplan erstellen, das habe ich schon mal erzählt, wenn wir für etwas, für ein Gericht etwas Bestimmtes einkaufen müssen, wovon man aber nicht das Ganze braucht, dass wir dann halt ein zweites Gericht einplanen, womit man dann den Rest braucht. Außerdem kaufen wir deutlich weniger Snacks und Sachen für einfach so zwischendurch. Und wir kaufen auch weniger für den Vorrat. Also wenn ich einkaufen gehe, kaufe ich eigentlich auch wirklich nur das, was wir für Gerichte brauchen. Sonst mache ich das ja schon mal so, ich nehme hier noch ein paar Dosen Kokosmilch mit, hier noch ein paar Dosen Tomaten für den Vorratsschrank, für den Fall das. Aber das mache ich jetzt aktuell nicht, weil sonst kann ich halt definitiv nicht im Budget bleiben. So war jetzt der Einkauf 55 Euro unter Budget und wie gesagt, Hackfleisch kommt noch dazu, aber bleibt trotzdem unter Budget. Sind aber ja auch nicht 7, sondern nur 5 Gerichte. Mal gucken, wie wir die Woche damit jetzt hinkommen. Das muss jetzt aber ganz dringend eingeräumt werden. Für heute Mittag habe ich uns übrigens ein Ciabatta gekauft. Unser Sohn, der isst ja mittags immer in der Kita. Und mein Mann ist heute im Homeoffice, das heißt, wir sind heute Mittag zu zweit hier. Und wir haben nämlich noch von dem super leckeren Hummus, den ich für das letzte Video gemacht habe, da haben wir noch was da. Und dann wollten wir einfach so Sandwiches machen mit Hummus und Salat und ein bisschen Käse und Gurke. Und es ist einfach sau, sau lecker, weil dieser Hummus einfach richtig, richtig gut geworden ist. Ich habe mich vorgefreut, dass anscheinend gerade bei Lidl irgendwie so ein paar amerikanische Sachen als Aktion da haben. Und Burgerbrötchen ist nämlich genau das Passende. Und ich habe mich sehr gefreut. Das sind nämlich nicht so diese schnöden normalen Burgerbrötchen, sondern Vollkorn-Burgerbrötchen. Habe ich direkt genommen. So, ich habe jetzt hier nicht besonders schön den Einkauf mal drapiert. Die müssen ganz dringend in die Tiefkühltruhe. Das hier gehörte jetzt zum Beispiel auch zu den Sachen, die ich normalerweise nicht kaufe, wo ich gedacht habe, ich möchte das aber gerne mal testen, weil ich finde die Vorstellung ganz schön, mir mal eben eine Brezel auftauen zu können. Genau. Obst, Gemüse haben wir tatsächlich eigentlich noch einigermaßen viel da. Salat und so weiter. Haferflocken, Frischkäse. Da wollte ich meinem Sohn eine Freude mitmachen. Ein bisschen Gurke, Milch, Eier. Saft für das Gerstengraspulver, weil sonst schmeckt es nicht. Ja, und es sieht wenig aus. Ich bin selber auch so ein bisschen überrascht. Mal gucken, wie wir damit hinkommen. Ich sag euch, dieser Tee hier schmeckt und riecht wie Kinder im Eukal. Sau lecker. Ich habe jetzt 1 Liter davon aufgegossen für Eistee. Den verfeinern wir gleich noch ein bisschen. Aber es muss jetzt sowieso erstmal abkühlen. Das habe ich gerade übrigens einräumende Einkäufe in der Tiefkühltruhe gefunden. Einen tiefgefrorenen Apfel. Mein Sohn testet gerne aus, wie sich Dinge verhalten, wenn man sie einfriert. Ja. Die Hitze. So. An so heißen Tagen
Im Wohnzimmer ist es bei uns wirklich unerträglich, aber in den Schlafzimmern geht's. Deswegen habe ich mich jetzt gerade mal ins Kinderzimmer verkrümelt. Es ist schon viel später. Ich habe die Muffins vorbereitet. Habe auch sonst einfach so ein paar Orga-Dinge erledigt. Ich war bei der Bank und einfach mal so Sachen von der To-Do-Liste gestrichen, die schon seit Ewigkeiten da draufstehen, weil man einfach keinen Bock hat. Das sind so diese Aufgaben, die einfach nervig sind. Irgendwelche Sachen mit der Bank klären und so. Aber das ist jetzt mal endlich erledigt. Und dann waren Bethes und ich noch einen Kaffee trinken. Danach haben uns erstmal einfach kurz eine halbe Stunde hingesetzt. Und das hat auch wirklich ganz gut getan. Und auf dem Rückweg haben wir das Hackfleisch besorgt für die Hamburger. Und wir sind an der Stadtbibliothek vorbeigekommen und haben noch was ausgeliehen für den Kleinen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Er steht nämlich aktuell total auf Sammy, den Lesebär. Ich zeige euch das mal. Und zwar, wir waren vor einiger Zeit in der Bibliothek und da haben wir Sammy, den Lesebär, ausgeliehen. Das ist hier dieses Ding, was ich ganz schön groß finde. Es ist so ein Eisbär. Das Ganze ist von Ravensburger. Und dann gibt es diese extra Sammy-Bücher und man steckt den Sammy da oben an die Bücher dran und dann liest er einem das Buch vor und das Ganze ist halt wie so ein Hörspiel gestaltet. Also mit teilweise auch mit unterschiedlichen Stimmen oder der Erzähler verstellt die Stimmen ganz schön und mit Hintergrundgeräuschen und Musik und wirklich sehr schön gemacht. Der Kleine liebt das. Der steht total auf diesen Sammy. Der guckt sich damit so gerne die Bücher an. Das heißt, wir haben den jetzt schon eine ganze Weile ausgeliehen und ich befürchte, es wird schwierig, wenn wir den dann auch wirklich endgültig wieder zurückgeben müssen. Bei uns ist das, ich glaube, Maximum ist so, dass man was ausgeliehen haben kann, sind halt 3 Monate. Bücher haben wir noch, aber ja, wir sind dann an der Bibliothek vorbei und haben geguckt, ob es noch neue Sami-Bücher gibt. Ich kann ja mal zeigen, was wir gerade schon hier haben. Also es sind wirklich viele. Also es gibt auch einfach echt coole Geschichten, muss ich sagen. Es gibt so die Klassiker Peppa. Wir haben auch ein Paw Patrol, das ist aber gerade nicht hier, sondern im Schlafzimmer. Das hier liebt der total. Hase Hibiskus. Das ist so mit sein absoluter Favorite unter diesen Sami-Büchern. Ich habe gesehen, manche der Bücher gibt es auch regulär, wie zum Beispiel die Bücher von Hase Hibiskus. Manche gibt es aber nur in dieser Sami-Version. Also das hier ist wirklich eine absolute Empfehlung. Ist auch echt eine, es ist laut draußen, Entschuldigung. Ist auch echt eine ganz schöne Geschichte. Aufwachen, es ist Weihnachten. Das wollte er unbedingt mitnehmen. Das hat er sich aber, ich glaube, tatsächlich nur einmal angehört. Also das ist nicht so sein Favorit. Was er richtig cool findet und ich auch, ist das hier. Alles wird gut, Knut. Das ist eine ganz witzige Geschichte. Von einem Hund und der liebt sein Frauchen und ist so ein ganz, ganz, ganz braver Hund. Und dann bekommt sein Frauchen aber Besuch und sie bringt einen Papagei, ist das? Ich glaube, ein Papagei bringt sie mit. Und dann gehen die zwei Frauen, gehen dann raus, lassen die Tiere alleine und kaum ist die Tür zugefallen, sagt der Papagei, so, wir feiern jetzt eine Kostümparty, gleich kommen alle meine Freunde. Und dann kommen halt nach und nach die ganzen Tiere. Hier der Löwe mit der Tuba und ja, also da ist richtig was los dann. Und der Hund Knut findet es halt gar nicht lustig. Der versucht halt die ganze Zeit dann zwischendrin aufzuräumen und so. Das ist eine coole Geschichte. Vor allem mag ich auch total, wie die hier erzählt wird, weil mit der Hintergrundmusik und so, mit der Tuba und so, das ist halt echt cool gemacht. Und oh. Dann haben wir hier noch, hier kommt Dr. Do, habe ich vorher auch noch nie gehört. Ist auch eine ganz coole Geschichte, wie ich finde. Finde ich ganz schön gemacht. Was wir jetzt neu ausgeliehen haben, was wir dementsprechend noch nicht kennen, ist dieses hier, Tigermut tut gut, heißt es. Ein Tiger, der erste fliegende Tiger der Welt sein möchte. Ja, klingt nach einer schönen Geschichte. Er wird sich auf jeden Fall mega freuen, wenn er gleich nach Hause kommt. Dann dieses hier, Abenteuer im Angebot. Da finde ich auch die Illustrationen mega schön. Also ich muss sagen, ich finde diese Sami-Bücher sind wirklich schön gestaltet. Ich bin mal auf die Sounddatei hier gespannt. Und dann haben wir noch dieses hier jetzt heute gefunden, Ferdis Freundschaftsglück. Da bin ich auch gespannt drauf. Worum geht's hier? Um das Meerschwein Ferdi und dann kommen, der eigentlich mit seinem Leben so ganz zufrieden ist und nicht aufregend und alles locker und entspannt. Und dann kommen aber 2 Mäuse, die das Leben dann ordentlich auf sein Leben dann ordentlich auf den Kopf stellen. Auch hier, wie ich finde, echt ganz hübsche Illustrationen.
Ja. Also, wir haben ja, ich meine, oh, Muffins, Muffins piepsen. Wir haben ja die Toni-Box und wir haben den Tipptoy-Stift. Und Tipptoy-Stift finde ich mega und der Kleine auch phasenweise. Also er hat phasenweise, der liebt der Tipptoy und kann sich da stundenlang alleine mit beschäftigen und spielt ja die Spiele und hört sich alles an. Und dann hat er aber auch Phasen, wo ihn das überhaupt nicht interessiert. Also wenn ich da mit Tipptoy ankomme, dann kommt nur nein, Mama weg. So, tu den Tipptoy-Stift weg, interessiert mich gerade überhaupt nicht. Ich habe ja auch gedacht, dass das bei dem Sami so sein wird, dass das wahrscheinlich ja, ein, zwei Tage interessant ist und dann wird ihn das aber auch nicht mehr groß irgendwie interessieren. Ist aber gar nicht so. Und ich weiß nicht, ob man, ich war mir halt mega unsicher, ob wir halt auch wirklich noch ein weiteres Audiosystem, sage ich jetzt mal, brauchen, weil ich meine, wir haben ja eigentlich schon zwei. Und ich hatte, bevor wir den ausgeliehen haben, hatte ich da nämlich auch schon von gehört und fand es halt auch ganz interessant, so das Konzept an sich. Und deswegen war ich nämlich auch mega happy, dass ich den in der Bibliothek gefunden habe. Einfach um das mal zu testen, so wie das so funktioniert und auch wie der Kleine das so annimmt, ob er sich damit beschäftigt oder halt gar nicht. Und jetzt bin ich halt echt am Überlegen, ob das nicht doch ja, ein Geburtstagsgeschenk für ihn wäre, der Sami mit einem Buch. Und dann kann man, die Bibliothek hat ja einiges und dann kann man immer mal wieder auch dann was Neues ausleihen. Oder ob es kaum, dass er ihm gehört, wenn er seinen eigenen hat, seinen eigenen Sami, dass es dann nicht mehr interessant sein wird. Gibt es ja auch dieses Phänomen. Naja, mal gucken, wir warten jetzt noch mal ein bisschen ab. Also, wir dürfen ihn ja noch eine ganze Weile behalten. Aber wie gesagt, ich finde es eine coole Sache. Nach wie vor denke ich, finde ich es mega wichtig als Eltern, dass man seinem Kind halt vorliest. Aber ist halt auch nicht in jeder Situation auch immer möglich. Und da finde ich es dann halt super, dass man auf sowas hier zurückgreifen kann. Beispielsweise, ich hatte ja keine Stimme mehr. Ich war mega krank. Meine Stimme war komplett weg. Also, ich konnte wirklich fast gar nicht mehr sprechen. Und abends vorlesen war dementsprechend nicht drin. Das hat mein Mann hat das dann natürlich auch übernommen, auch die Einschlaf, also ne, ihn zum ins Bett bringen und so weiter. Aber mir hat das halt auch irgendwie gefehlt, so dieses abendliche Kuscheln. Ne? Da fand ich es halt mega schön, dass ich mich halt zu ihm ins Bett kuscheln konnte abends und als gute Nachtgeschichte ein Buch von Sami vorlesen konnte. Das fand ich halt einfach ja sehr praktisch. Jetzt habe ich auch wirklich viel dazu erzählt, einfach mal so als Tipp. Vielleicht findet ihr das ja auch bei euch in der Bibliothek und dass ihr euch das mal näher anschauen könntet. Ich finde es ganz cool, muss ich sagen. So, das erste Blech ist ready. Ich habe ein bisschen geschummelt. Also es sollten nämlich eigentlich frische Blaubeeren rein. Aber ich muss ganz ehrlich gestehen, die waren mir zu teuer. Ich halt hätte nur für die Blaubeeren hätte ich 8 € ausgeben müssen. Und ich habe kurzerhand eine Packung gefrorene Blaubeeren genommen. Ich hatte ein bisschen Sorge, dass mir das jetzt dann halt total verwässert beim Backen und habe ein bisschen weniger Milch reingegeben. Aber es sieht in Ordnung aus. Ich werde gleich einen probieren, um zu gucken, ob man die auch wirklich ja, servieren kann. Ich hoffe es zumindest. Frau, die im Wald Holz sammelt. Folge mir, Ritter. Ich glaube, es wird dann Zeit für neue Hausschuhe. Gerade aus dem Kita-Rucksack gezogen. Und Abendessen ist fertig. Es gibt Burger. Und ich habe noch einen kleinen Salat dazu gemacht. Und wer hat Hunger? Ich. Du hast Hunger, ja, ich auch. Ich freue mich aufs Essen. Und Papa ist der Liebste. Papa ist der Liebste. Oh, hoppala.